Heute ist der wichtigste Tag seit Beginn des Ukraine-Krieges für den Westen. Wahrscheinlich ein historischer Tag, über den man noch lange sprechen wird, denn Putin hat einen Schachzug heute gemacht, der eine Antwort erfordert. Und diese Antwort wird weitreichende Konsequenzen für uns alle, vor allem für uns in Deutschland, haben. Und warum das so ist, das will ich Ihnen in diesem Video zeigen. Es ist jedenfalls ein Schachzug, der ein Gamechanger sein wird. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Putin will sein Gas nur noch in Rubel verkaufen. Das klingt zunächst mal unspektakulär. Ja gut, dann gibt es ihm halt Rubel statt Euro oder Dollar. Aber da gibt es ein kleines Problemchen. Wie schaut denn dieses Problemchen aus? Das hat heute Kanzler Scholz nochmal explizit gesagt, als er gesagt hat, Scholz, kein russisches Gas mehr, aber nicht sofort. Also wir wollen weg vom russischen Gas, aber das geht halt jetzt nicht. Da hat Scholz wörtlich gesagt, über Jahrzehnte hinweg ist unsere Abhängigkeit vom Öl, Kohle und Gas aus Russland gewachsen. Ja, wir werden diese Abhängigkeit beenden, so schnell wie das nur irgend geht. Das aber von einem auf dem anderen Tag zu tun, hieße unser Land und ganz Europa in eine Rezession zu stürzen. Hunderttausende Arbeitsplätze wären in Gefahr. Ganze Industriezweige stünden auf der Kippe. Okay, hier geht es ja jetzt zunächst mal in Anführungszeichen nur um Gas, also nicht um Kohle und auch nicht um Öl. Aber wo ist denn jetzt das kleine Problemchen bei dieser Forderung von Putin? Nun, wir haben keine Rubel, zumindest nicht in ausreichendem Ausmaße, um Putin in Rubel für Gas bezahlen zu können. Wie könnte denn Deutschland, wie könnten andere Länder an Rubel kommen? Da gibt es nur einen Weg, über die russische Zentralbank, die Sie hier in diesem Bild sehen, unten. Aber, kleines Problemchen, was war denn mit der russischen Zentralbank? Da ist doch jede Geschäftstätigkeit westlicher Länder im Rahmen der massiven Sanktionen gegen Russland verboten. Wer also Geschäfte macht mit der russischen Zentralbank, der unterläuft diese zentralen Verbote. Denn diese Bannung der russischen Zentralbank, diese Entkoppelung der russischen Zentralbank vom Finanzsystem ist ja die schärfste Waffe, die der Westen bisher gezogen hat. Viel wichtiger als einzelne russische Banken vom SWIFT-System abzukoppeln. Was würde also bedeuten, wenn wir jetzt sagen würden, wenn der Westen sagen würde, ja okay, dann gibt uns die russische Zentralbank Rubel, ihr kriegt dafür dann Euro oder Dollar, dann würde man den zentralen Sanktionsmechanismus unterlaufen, den man selber kreiert hat. Man würde also seine schärfste Waffe stumpf machen, man würde damit sein Gesicht verlieren, man würde damit praktisch zugeben, dass man diesen Kampf verloren hatte gegen Putin, wenn man dann bei dieser Geschichte schon jetzt einsteckt, in den Sack haut und sagt, ja gut, dann machen wir das halt. Also, was wird passieren? Der Westen wird beschließen, wohl oder übel, die Gasbezüge aus Russland einzustellen. Es wird kein russisches Gas mehr gekauft und diese Entscheidung dürfte in den nächsten Tagen fallen. Und das wird bedeuten, dass der Gaspreis nach oben schießen wird. Das wird bedeuten, dass damit der Ölpreis auch im Tandem wahrscheinlich mit nach oben schießt. Und das wird diese ganze Inflationsthematik nochmal auf ein anderes Level heben. Das wird jene Firmen massiv treffen, die eben von Gas in irgendeiner Form abhängig ist. Gott sei Dank haben wir jetzt den Winter ja praktisch hinter uns. Damit haben wir dann nochmal ein bisschen Zeit, diese Geschichte vielleicht zumindest ansatzweise zu substituieren. Wird nicht gelingen. Warum, will ich Ihnen gleich zeigen. Aber gucken wir mal zunächst auf den Rubel. Man könnte ja auf die Idee kommen, naja, der Rubel hat ja doch seit vor allem Beginn des Ukraine-Krieges und den Sanktionen des Westens massiv abgewertet. Also kriegen wir das günstiger. Aber wie gesagt, würde der Westen sich auf diesen Deal einlassen, dann würde er sein Gesicht verlieren, würde er praktisch kapitulieren und das kann und wird nicht passieren, kann ich mir zumindest nicht vorstellen, halte ich für sehr unwahrscheinlich, vielleicht liege ich da falsch, aber das ist 1 und 1 zusammenzählen und da müsste schon 3,75 rauskommen, damit ich mich da irre, aber man hat schon Pferde kotzen sehen, sei es drum, der Rubel jedenfalls hat sich ja in den letzten Tagen wieder ein bisschen stabilisieren können, heute auch auf die Nachricht, auf diese von Putin in einem Video, das im Staatsfernsehen übertragen wurde, gemachte Verfügung, hat der Rubel sich erholt. Aber nach meiner Auffassung wird das nicht lange dauern, wenn nämlich dann der Westen sagt, nö, dann kaufen wir kein Gas mehr aus Russland mit all den Konsequenzen, die Kanzler Scholz ja schon angedeutet hat. Und angedeutet haben, was kommt, schon Draghi und die Italiener.
Hier hat Mario Draghi gesagt, den wir ja noch in allerbester Erinnerung als EZB-Chef haben, not inclined to pay rubles for Russia gas. Also wir wollen das nicht, wir werden das nicht tun. Und der ein Wirtschaftsberater aus Italien hat gesagt, diese Zahlungen in Rubel wären praktisch ja komplett die Umgehung der Sanktionen. Damit wären diese Sanktionen wirkungslos. Also was wird passieren? Es wird nicht mehr passieren. Es wird also kein Gas mehr gekauft werden. So meine Auffassung der Dinge. Nun ist Italien, wie Sie hier in der oberen Grafik sehen, deutlich weniger abhängig von russischem Gas. Etwa 19% seiner Gasimporte bezieht Italien aus Russland. Bei uns dagegen schaut es schon ein bisschen anders aus hier in Deutschland, nämlich 2/3, 66%, 20% aus Norwegen, 11% aus den Niederlanden, wahrscheinlich über den Umweg Rotterdam, und 1,5% von anderen. Jetzt war ja unser lieber Wirtschaftsminister Habeck in Katar, dazu gleich mehr. Jedenfalls gab es jetzt schon seitens der italienischen Regierung, die sind da immer progressiv, hat man gesagt, ja, wir könnten doch jetzt mal, und das hatte ich schon lange prognostiziert, dass das kommen wird, dass wir Deckel machen bei Preisen. Und das jetzt hier bei Gas, da hat Italien jetzt gesagt, also wir haben Portugal an Bord, Frankreich und Spanien, aber jetzt müssen wir die Deutschen noch an Bord kriegen. Uschi von der Leyen dagegen, die Kommissionschefin, hat jetzt gesagt, also, wir wollen ein Commitment seitens der USA haben, dass wir mehr Flüssiggas aus den USA importieren können für die nächsten 2 Winter. Und das wird wohl auch nötig sein, aber das hat seinen Preis, denn dieses Flüssiggas ist nicht nur hervorragend umweltfreundlich, sondern eben auch sehr, sehr teuer, und das werden wir dann alle zu spüren bekommen. Ja, welche Alternativen gibt es denn? Schauen wir uns hier mal das an, was wichtig ist in Sachen Gasexport, und zwar über Pipeline, wie auch über LNG, also Flüssiggas. Da sehen wir Russland in Sachen Pipeline massiv dominant in diesem Markt. In Sachen LNG, Flüssiggas geht so. Die Amerikaner ziemlich ausgewogen, Katar sehr stark in Flüssiggas. Da hat ja Habeck jetzt kürzlich seinen Auftritt gehabt, aber bis aus Katar was kommt, das wird noch Jahre dauern, zumal die Transportkapazitäten für LNG sehr, sehr begrenzt sind, also das wird kaum gelingen. Australien ist ein dicker Player, Kanada ist ein Player. Wir sind ja mit den Kanadiern immer schon so gewesen, gell? Ganz eng, die werden uns dann also bevorzugt beliefern, da bin ich mir sicher. Also da ist natürlich jetzt auf Deutsch gesagt der Kacke am Dampfen. Und zwar richtig. Jetzt hat Deutschland schon gesagt, das ist aber ein Vertragsbruch, was der Putin da macht, das macht man nicht, gell? Putin will ja jetzt die Verträge umstellen lassen. Das ist also die erste Reaktion aus Deutschland. Daniel Stelter, der Ökonom, sagt, das ist sehr smart von Russland, noch smarter. Und der nächste Schritt könnte sein, Zahlungen in Gold zu verlangen. Naja, ob das so smart ist von Putin, es ist ein Eskalationsschritt. Das ist das Entscheidende. Ein Kommentator auf Finanzmarktwelt hat geschrieben, ja, 2-0 für Putin. Nein, es steht 1-1, denke ich, weil Putin sich natürlich auch ins eigene Fleisch schneiden wird, wenn der Westen kein russisches Gas mehr kauft, womit ich rechne. Das schadet Putin, denn der hat dann diese Gaseinnahmen aus dem Westen nicht mehr, und das schadet natürlich dem Westen, weil wir dieses Gas faktisch kaum oder wenn nur dann zu massiv steigenden Preisen werden ersetzen können. Aber da hat Daniel Stelter natürlich etwas angesprochen, nämlich den Petrodollar. Also diese enge Verbindung zwischen Rohstoffen und Dollar, die ja alle in Dollar gehandelt werden, und faktisch ist das ja eine Abkehr von Dollar, denn der Westen hat weitgehend teilweise in Euro das bezahlt, aber eben vor allem auch in Dollar, auch das Gas und der Petrodollar. Also diese Verbindung, die dann in diesem Deal zwischen den USA und Saudi-Arabien einst entstanden war, nämlich dass Öl nur in Dollar gehandelt wird, die ist damit ein bisschen angekratzt, zumal der Dollar übergeordnet ohnehin jetzt ein Problem langfristig bekommen dürfte. Hier sehen wir mal die Länder auf der Welt, die mehr mit China Handel treiben als mit den USA. Und da sehen wir, da ist so ziemlich fast alles rot auf dieser Karte, also alles China. Das ist natürlich dann auch für diese Weltreserve-Währungsstatus, den der Dollar hat, übergeordnet eine Gefahr. Kurzfristig allerdings gehe ich davon aus, dass der Dollar deutlich stärker wird. Warum? Weil eben jetzt noch der Dollar die Leitwährung ist. Und wenn Krise angesagt ist, wenn es eng wird, und es wird jetzt nach meiner Auffassung sehr eng, dann brauchen die Leute Dollars oder wollen Dollar haben. Dementsprechend rechne ich mit im kurzen Zeitfenster in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten, mit einer Dollaraufwertung, bevor dann langfristig vielleicht
der Dollar ein Problemchen kriegt. Aber kommen wir nochmal zurück zu Putin und seinem Schritt. Der hat einen Rückschlag einstecken müssen, der vielleicht symbolisch gar nicht zu überschätzen ist, denn ein enger Kumpel hat ihn verlassen, ist geflüchtet aus Protest vor dem Ukraine-Krieg. Hier sehen wir diesen Mann unten mit Putin, als er noch sehr, sehr jung war. Hier dieser Mann unten links auf dem Foto oder oben rechts auf dem Foto. Es handelt sich um Monsieur Chubais. Das ist nicht irgendwer, sondern das ist derjenige, der Putin faktisch diese kometenhafte Karriere ermöglicht hat. Denn er hat ihm seinen ersten Job in der Administration 1997 verschafft. Pardon, wird nie wieder vorkommen. Jedenfalls ist das eine Geschichte, die Putin doch sehr, sehr schmerzen wird. Es gab seitens der Geheimdienste in Russland, da hat man versucht, so ein bisschen die schmutzige Wäsche zu sammeln, die vielleicht Chubais hinterlassen hat, also belastendes Material über ihn zu finden. Man wollte den vielleicht sogar auch verhaften lassen, aber Putin hat sich immer vor den gestellt und hat gesagt, nee, lasst ihn in Ruhe. Also das ist schon jetzt ein herber Rückschlag persönlich, auch für Putin. Aber kommen wir jetzt mal zu den Märkten. Hier wird morgen der Handel in Russland wieder aufgenommen, der ja jetzt seit einem Monat geruht hat. Da werden also Aktien wie Gazprom, Sberbank werden wieder gehandelt und man darf sehr gespannt sein, ob die russische Führung dann die russischen Aktien stützt durch staatlich organisierte Käufe durch Banken, die dann russische Banken, die dann zuschlagen, um eben sich nicht die Blöße zu geben eines nächsten Crashes. Wenn wir uns jetzt mal die Wall Street angucken, dann sehen wir, dass die 10-Tages-Advanced-Decline-Linie, also die Anzahl der Aktien, die steigen, zu denen die fallen, schon ziemlich krass überkauft ist. Wir sind also kurzfristig zumindest stark überkauft, aber wie Sven Hendrik sagt, ja, egal ob Deflation oder Inflation, bei der Deflation gibt es keine Alternative zu Aktien und bei der Inflation sind Aktien ein Hedge gegen die Inflation, also immer Aktien kaufen ist ja gar kein Problem. Und heute, meine Damen und Herren, 23. März, genau vor 2 Jahren haben wir das Corona-Crash-Tief gesehen. Seitdem ging es ja fast immer nur nach oben. Vor allem aber geht es für den Energiesektor nach oben, der in diesen 2 Jahren, war ja vorher sehr, sehr schlecht gelaufen, in diesen 2 Jahren 227% gemacht hat. Das ist der größte Sprung mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg. Und der Zweite Weltkrieg, an den kann ich mich ja nur recht dunkel noch erinnern. Also schon ein paar Tage her. Jetzt kommen wir mal zu den Anleihenmärkten. Wir haben ja gesehen, dass die Renditen gestiegen sind für Staatsanleihen, auch für amerikanische Staatsanleihe, die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 2,4%, massive Anstiege der 2-jährigen US-Staatsanleihe, der 5-jährigen, man kann sie gar nicht erst aufzählen, aber jetzt sehen wir hier, jetzt kommen wir bald an einen sehr interessanten Punkt, nämlich eine langfristige Abwärtstrendlinie, die seit den 1980er Jahren besteht und wir sind überverkauft in diesen Anleihen und wir sehen hier, das ist im Grunde ein Trend, der jetzt auf dem Spiel steht, seit dem ehemaligen Fed-Chef Paul Volcker aus den 70er Jahren, seitdem ging es ja mit den Renditen nach unten, weil Paul Volcker die Inflation massiv bekämpft hatte durch Zinsanhebungen, dadurch fiel die Inflation und wenn die Inflation fällt, dann gehen die Renditen nach unten, jetzt steigt die Inflation so stark wie seit 40 Jahren nicht mehr, also gäbe es Gründe, dass die Anleiherenditen weiter steigen, aber möglicherweise ist jetzt hier auch zunächst mal ein Top erreicht. Warum? Weil wir dann vielleicht eine Art Flucht in die sicheren Häfen sehen und das sind nach gemeiner Definition eben diese Staatsanleihen, also das könnte ein Punkt sein, der hier relevant wird. Aber kommen wir jetzt nochmal nach Europa zu den Konsequenzen, wie Andreas Steno Larsen hier sagt. Erstens, Europa wird sich verstärkt abtrennen, abnabeln von fossilen Treibstoffen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, Europa wird in Energieprojekte investieren mit sehr, sehr hohen Preisen und sehr schwachen Returns, also mit nicht guten Renditesituationen. Und das strukturelle Wachstum wird leiden und die Konsumenten werden deutlich höhere Preise bezahlen. Exactly the case, Andreas Steno. Das hat er gut auf den Punkt gebracht und wir wollen uns jetzt mal kurz ein paar Supermärkte anschauen, wegen Inflation und Konsumenten, wissen wir was meine ich. Aldi, Lidl, Rewe und Co. Schauen wir mal, da sind Nudeln bis zu 40% jetzt teurer, Waschmittel 20%, Mineralwasser 10%,
Kaffee 10, Papiertaschentücher 15, Toilettenpapier 10, Küchenrolle 20, Sonnenblumenöl, wir brauchten schon 100%. Naja, aber hat uns nicht die EZB und vor allem La Isabella Schnabelina nicht gesagt, macht euch keine Sorgen. Naja, und Fracerino und wie heißen es, La Gardinia, wie die alle heißen, die haben noch gesagt, temporary, das kommt schon runter. Noch im Ende Januar, also noch nicht Ende November 2021, noch nicht mal vor 4 Monaten, hat sich Isabel Schnabel hingestellt und gesagt, also wir haben keinen Hinweis auf eine dauerhaft hohe Inflation. Nun gut, klar, mit dem Ukraine-Krieg, das konnte La Isabella nicht wissen, aber das war vorher schon Bullshit, was sie erzählt hat. Da war die Fed ja schon umgesteuert und hat gesagt, Inflation nix transitory, strukturalis. Dementsprechend ist das natürlich heutzutage aus der Rückschau eine gewisse Peinlichkeit. Und jetzt haben wir also ein gewisses Energieproblem, meine Damen und Herren. Und deswegen brauchen wir die Energiewende. Und da haben wir natürlich einen Wirtschaftsminister, Habeck, der sich sehr stark dafür einsetzt. Aber jetzt gucken wir uns mal an, was der Habeck will und was auf dem Boden passiert, in der Praxis passiert. Welche Hindernisse gibt es da, wenn es heißt, ja, wir wollen das machen in Deutschland, wenn Habeck das sagt. Dann sollte man mal genau hinschauen, was das bedeutet in der Realität, in der Praxis. Und genau das haben wir in einem Artikel eines Kollegen hier thematisiert, mal ein Bericht aus der Praxis, wie faktisch die Lage ist, wenn man solche Projekte macht, wenn man solche Projekte anstoßen will, mit dem Titel Energiewende, Habeck und Don Quixote. Sie wissen, Don Quixote, der war so ein bisschen gaga in der Birne und ist immer gegen irgendwelche Windräder angelaufen und so ein bisschen erinnert diese ganze Geschichte daran. Diesen Artikel werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Absolut lesenswert, must read. Und jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.